Aber da draußen sind sehr viele Leute, die das wertschätzen, was wir machen. Ich habe nicht verkackt, weil der Skill nicht da ist. Ich habe verkackt, weil ich zu langsam gefahren bin, ja? Hey! Oh, oh. LOL! Wie geil ist das denn? Ja, ich konnte doch nicht sehen, dass da hinter eure Plattform ist, Junge. Wie soll ich das denn wissen, Mann? Ja. Nein, hä? Was haben wir denn hier? Ha! Reingeguckt! Heute zocken wir Koop-Action von Pulsar, der immer richtig fancy Sachen baut und meistens wieder irgendwelche Sachen mit einer Murmelbahn oder wir müssen Murmeln runterkicken, um dann irgendwo durchzukommen und so weiter und so fort. Heute gemeinsam mit Deko, ein wunderschön. Buone hallo muchachos! Eine wunderschöne gute Rice wünsche ich euch. Auf so eine geile Murmelbahn hätte ich mal wieder Bock, muss ich sagen. Die Nüsschen seien poliert. Schön, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit, guten Dusch, guten Rauch, guten Pause, guten Feierabend und guten... Oh, oh. Guten Deko! Essen. Ja? Wo bist du? Hä? Deko! Null. Hä? Warum du bist du getrennt? Du bist auf das andere Seite! Wir sind getrennt! Komm, ich sehe deinen Namen, hallo! Ich kann hier durchfahren, kann ich nicht. Oh. Oh, das ist sad. Alone. Falls ihr Bock habt, uns zu supporten, Instant Gaming, Dankeschön für euren Support. Halt, jawohl, stopp, halt, stopp. Erstmal nicht zu vergessen und hallo. Natürlich. Erstmal kommt hier der kostenlose Support. Ja, Muchachos, Daumen nach oben schmettern und einen Kommentar schreiben. Das hilft uns sehr. Der YouTube-Algorithmus, er bedankt sich. Tatsächlich muss ich sagen, ich sehe in den letzten Tagen bei uns einen Anstieg der Klickzahlen. Nicht übertrieben, mega krass, ne, wir haben jetzt über keine Millionen Klicks, aber ein bisschen was. Und möglicherweise ist es darauf zurückzuführen, dass von euch gerade mehr Leute Kommentare schreiben und Daumen nach oben schmettern, ne? Also, gerne weiter damit, der YouTube-Algorithmus, er merkt das. Ich küsse und, auf jeden Fall eure Augen. Ihr könnt aber natürlich auch gerne bei Instant Gaming vorbeischauen. Da gibt es Spiele-Keys für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Holt euch zum Beispiel das neue Lego 2K. Es kommt, habe ich gerade gesehen, vorbestellen, Street Fighter 6. Oh. Gollum kommt raus. Es ist wirklich sehr viel Kram da. Warte mal. Bock auf irgendwelche neuen Games. Ich frage jetzt für einen Freund, ja? Ja. Gibt es noch irgendwie die Special Skyrim Edition für 8 Euro? Digga, natürlich, Alter. Skyrim eines der besten und erfolgreichsten Games überhaupt. Natürlich gibt's das noch. Digga, was hast du schon rausgefunden, was man machen muss? Nee, ich muss jetzt hier zurückfahren. Hast du eigentlich das gleiche wie ich? Ich bin gerade dämlich gefahren. Ich wollte erst einmal, ja, den Muchachos einen Kuss auf die Haare geben. Kuss geht raus, Muchachos. Wir haben echt sehr, sehr süßes und positives Feedback bekommen beim Statement-Video von Kev. Dort wurden uns richtig, richtig krass die Eier gestreichelt. Das hat sich sehr gut angefühlt, muss ich sagen. Das ist schon fast illegal. Ja. Ich möchte nur mal kurz zwei Leute hier herausnehmen, wirklich nur ein ganz bisschen von ganz, ganz vielen. Das ist nämlich einmal mal, der Kommentare schreibt, der ist noch gewürdigt. Der Infinite Simulation, ja. Ich muss jetzt hier erstmal eine Sache hinkriegen. Huh. So, ja. Der gute alte Sach hat nämlich geschrieben, hey Marvin und Deko, ich muss mich hier mal einfach vor einem langen, ich durchlaufenden Kontemplanten zum Punkt des Spiels, was ihr spielt. Ich muss ehrlich sagen, dass die GTA-Parcours und andere kleinen Spielprojekte einfach super zu euch passen. Ich schaue euch tatsächlich einfach wegen euren zwei mega sympathischen Persönlichkeiten und euren teilweise echt hochwertigen Diskussionen, die total unterhaltsam und zwischendurch immer zum Totlachen sind. Welches Spiel ihr da im Hintergrund spielt, ist für mich da sogar erst auf zweiten Platz der Wichtigkeit. Grüße gehen raus, fühlt eure Nüsschen gekrault. Ah, Mr. Süße Infinite Nachricht. Simulation, es freut mich sehr, weißt du, das erwärmt mein Herz. Und wenn ich mich frage, was ich hier mit 32 immer beim Zocken mache, dann denke ich mir so, ja, aber da draußen sind sehr viele Leute, die das wertschätzen, was wir machen und die ganze Unterhaltung, die wir liefern und die Ablenkung, die wir dem einen oder anderen bieten in schlechten oder schweren Zeiten. Und da muss ich sagen, das ist mal davon abgesehen, dass es einfach Spaß macht, mit Zocken sein Geld verdienen zu können, ist das schon sehr, sehr belohnt. Freut mich sehr, danke für die Worte, Mr. Infinite Simulation. Kuss. Marvin, ich muss ganz kurz, bevor du die zweite Nachricht vorlesen willst, ich habe nicht den geringsten Schimmer, was ich machen soll. Also ich bin jetzt hier in so einem Loch. Und ich sehe den Punkt. Musstest du einen Voidwechsel machen und dann in so eine angeschrägte Tube fahren? Ja, genau.
Wie hast du das in der angeschriebenen Tube gemacht? Hä, das habe ich jetzt eigentlich schon immer geschafft. Ich kann nochmal respawnen, einfach eine Koralle voll machen. Ich habe einen einzigen Try geschafft. Hä, so super einfach. Die Tube ist bei mir 3 Ebenen hoch und nicht sehr hart angeschrägt. Also ich habe keinen Plan, okay, nee, dann haben wir was anderes. Ich da drin drehen und wieder zurückfahren soll. Hä, du machst vorher eine Koralle. Da ist doch auch so ein grüner Lachs ist doch da drin, oder? Nee, bei mir ist in der Tube nichts. Da ist gar nichts. Gar nichts. Die Tube ist leer. Aber ach, halt muss, auf der einen Hälfte offen. Da muss ich dir wahrscheinlich irgendwie da helfen, dass der reinspringe. Warte mal, vielleicht... Ach, du hast da einen Bumper drin, oder was? Also ich hab bei mir was drin, dass ich zurückfahren kann. Ich fahr jetzt wieder zurück. Ah, super. Bei mir ist und jetzt, was muss ich denn jetzt machen? Also, du bist da in der Tube, ja? Was muss ich da... Also, ich bin zwischendurch immer wieder in der Tube. Ich kann da, wie gesagt, nicht stehen bleiben oder irgendwas. Wie, wann? Wie soll ich da reinkommen? Digga. Aber, ja, gut zu wissen, dass du da einen Bumper drin hast. Ich frag mich die ganze Zeit, was ich hier machen soll. Aber vielleicht, also da ist so ein komischer Pfeil auf meiner Seite. Ich versuche mal kurz eine Sache. Also siehst du da irgendwas, was ich vielleicht machen könnte? Ich wüsste nicht, ne? Wüsstest nicht, also du kannst auch, warte mal, wo ist die Öffnung an der Tube? Die Öffnung ist auf der anderen, du kannst da nicht mal reinspringen oder irgendwas. Von deiner Seite, deswegen, vielleicht muss ich hier doch einfach nur so irgendwie eine Drehung hinkriegen? Ist die angeschrägt? Die ist leicht angeschrägt, ja. Ne, weil meine ist nicht angeschrägt. Meine ist sehr, sehr leicht angeschrägt. Vermutlich muss ich einfach nur irgendwie den perfekten Winkel kriegen und da eine schöne Drehung reinzaubern. Aber ich habe echt keine Ahnung, was ich da machen muss. Ich sage, ich hätte lieber die Seite mit dem Bumper. Ah, kann ich verstehen. War das hier jetzt eine Koop-Map oder war das einfach nur... Warte mal. Ich glaube, ja. Ich glaube, jetzt bin ich hier. Ich kann so einen Bowlingkugel kann ich runterkicken. Putz! Du musst eigentlich nur die Bowlingkugel runterbumsen. Ja, die Bowlingkugel ist hier. Ja, bumst die doch mal runter, Brudi. Ich hab meins jetzt geschafft. Ja. Hä, bei dir ist doch eine orange... Bei dir ist doch was Oranges da. Wenn du da reinfährst, warte mal. Oh, hey. Ah, nee, dahin fährst du. Ich muss erstmal zurückkommen. Ah, okay, jetzt und ich muss halt dir... Guckst du gerade zu, ne? Jetzt guck ich dir zu, ja. Ich muss halt gucken, dass ich hier in der Tube irgendwie drehe. Ah, das geht auf jeden Fall. Mach mal langsamer. Das ist nämlich genau... Der Scheiß, den wir schon mal bei damals frustriert heute rasiert hatten. Genau das gleiche. Ja. Das war auch so, ja, so ein richtig steiler Lümmel. Du musst so ganz nach oben fahren, ne? Ganz langsam. Versuch dich dran zu erinnern. Ganz nach oben, weiter, weiter. Ne? Und jetzt runter. Aber langsam mal, ja, genau so. Ja, genau. Nur besser. Ja. Weißt du? Ja, und einen besseren Winkel. Aber mit mehr Grip. Also es geht irgendwie. Irgendwie, vermutlich. Ich muss aber sagen, so die Koralle hätte ich jetzt eher geschafft. Ja, ja. Da würde ich mich mehr freuen. Okay, dann haben wir uns ja gerade so ein bisschen die Eier abgeschminkt. Genau, ich fahr hier weiter und du kannst weiter Kommentare vorlesen. Da war noch eins. Genau, da war eins, ein Kommentar, der sich was gewünscht hat. Oh. Oh, Digga, sag ich doch, easy. Oh. Der gute Jonas hat... Der gute Jonas hat nämlich geschrieben, bitte mal wieder eine Ja-Nein-Digga-Alter-Challenge, aber mit einem Background-Schiri, weil ihr das eh nicht checkt. Ja, das hatten wir ja schon mal. Trey war ja schon einmal unser Background-Schiri. Der hat aber auch nicht alles gecheckt. Selbst der hat nicht alles gecheckt. Also ja, wir brauchen wahrscheinlich irgendwie 2 Schiris oder so, damit die das klären können. Ich hab nur, seitdem wir das gespielt haben, es war nicht so gut. Und er schafft es trotzdem, obwohl das echt ein Scheiß-Try war. Guck, du musst nur wissen, wie. Das geht nicht. Oh, fuck. Ja, Digga, das ist jetzt nicht, das macht... Digga, wie... Richtiger Turbo. Das hat keiner gesehen, das wird rausgeschnitten. Jeremy? Seitdem wir diese Challenge gemacht haben, habe ich echt Angst, richtige Angst vor Wäscheklammern. Also wirklich. Oh, Digga, das war Digga, auch die echt. Immer so Digga, weh. Und dabei hast du die so muschimäßig befestigt, Alter. Ja, Digga, Alter. Ich hatte so richtige Titanklemmen, Alter. Ja, er labert mich damit immer noch voll, Alter. Die man irgendwie, keine Ahnung, bei so Brückenbau Digga, oder so Titanbrückenbau so einsetzt. Ein 1-Euro Wäscheklammern von Tini, Digga. Alter. Dieser sagt, der Klacks im Kopf, ey. Der nicht mal irgendwie so Waschebällchen, hier Wollebällchen irgendwie schnappen können. Waschebällchen. Lern das mal richtig, du mieser Turbo. Du weißt gar nicht, Digga, was Waschen heißt, mal, Alter. Was Wäschebällchen das hast sind, du ey. Noch nie gemacht, ey. Mieser Chaco, Alter. Was sagst du da? Digga, schaff das doch so okay, einfach. Aber man muss sagen, Wäsche... Digga, warum kapp ich das? Warum Klappipapp? Digga, du bist auch so ein Klappipapp, ey. Meine, ich hatte richtige Industriewäscheklammern, Alter.
Damit wurden einfach so Bauteile beim Schweißer festgehalten. Digga, deine Industriewäschekammer konnten nicht mal Staub festhalten, ey. So lose waren die. Ja, hast es. Oh. Nur den Ball jetzt wegkicken. Ja, mit der Vorderseite vielleicht zu lappen. I just survived. I okay. just. Wo ist denn meiner? Deiner ist bei mir. Ah. Meiner ist bei dir. Ah. Eigentlich hätte ich auf dich ficken können, einfach weiterfahren können. Du bist ja ein Ganove, Mister. Ey, aber ich finde das cool. Das ist jetzt ein Koop-Ding, aber halt mal nicht mit ich trage dich auf meinem Dach. Oh, diesmal haben wir einen LKW. Oh, jetzt haben wir einen Bus. Oh, jetzt haben wir einen Unimog. Oh, jetzt haben wir einen Gabelstapler. Oh. Richtig geil, ey. Gefällt mir. Wieder Shit. Das Ding ist nur leider, ich darf jetzt wieder ziemlich viel warten. Kleine Startprobleme heute. Nee, diesmal muss ich eine Koralle machen. Die werde ich Second Try hinkriegen. Vielleicht sogar First Try. Okay. Ja, Muchachos, viel Spaß beim selber zocken. Oh, das ist. Oh, das ist aber auch wieder glänzend. Koralle First Try. Und wir mussten nicht das gleiche machen. Oh mein Gott, ich muss hier auch wieder eine richtig verrückte Sache machen, ja. First Try. Oh. Aber wo ist hier jetzt was? Nein! Nein, ey! Ich habe nicht verkackt, weil der Skill nicht da ist. Ich habe verkackt, weil ich zu langsam gefahren bin, ja? Okay, ich glaube, ich habe du hast den Sprung hoch nicht geschafft, oder was? Ja. Ich habe ihn auch ganz knapp nicht geschafft, aber ich glaube, es ist auch falsch. Nee. Doch. Nee. Erzähl. Nee, ist es doch nicht. aber... Also, ich bin jetzt... Na, egal. Fahr du auch erstmal... Digga, jetzt schaffe ich es natürlich nicht mehr, ey. Jetzt kommt bei mir so richtig brutale Scheiße. Digga, ich will keine Koralle hin, Alter. Wer muss jetzt hier warten, dieser Klaxelkopf? Digga, Koralle? Das hätte ich schon in der Vergangenheit gemacht, ey. Da hätte sich mein Vergangenheit nicht drum gekümmert, so easy war das. Ja, was musst du Digga, tun? Digga, das ist jetzt so ein richtig kranker Shit, ey. Kennst du noch diese Level Polska? Wo man so von so Emschi so in den anderen Emschi reinspringen musste? Richtig kranker Scheiß, ey. Ja, mega einfach, Alter. Digga, du weißt nicht mal, wie man lebt, ey. Ich weiß nicht, wie man Polska schreibt, ey. Also wirklich nicht. Ja, und jetzt? Also ich bin jetzt hier oben und ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Nee, jetzt muss man wahrscheinlich hier rüberspringen, oder? Das ist ja wieder so ein Pfeil bestimmt. Da ist so Richtung Punkt oder was? Warte mal, da. Punkte. Ich habe vor mir so eine schwarze Wand, wo ich ranspringen könnte. Ja, ich auch. Soll ich das machen? Das Ding mal. Ist, wenn du da ganz links ranspringst, dann fällst du runter. Und sollen wir runter oder sind wir nicht runter? Das ist jetzt die Frage, ne? Also okay, ich versuche erstmal nicht runterzufallen, weil kann man ja. Du wolltest noch einen zweiten Kommentar vorlesen, Junge. Oh nein, ich komm gar nicht erst drauf, ey. Digga, richtiger Anfänger, ich bin drauf. Und, ist da was? Warte, wenn ich hier runter gucke. Da unten kann ich nichts sehen. Irgendwo an der Seite hier, hallo? Wenn ich hier längs fahre. On the road again. Also hier geht's. Also, ja, ich spring mal einfach runter. Das mach ich nochmal. Eine Koralle. Aber muss man irgendwie irgendwo anders hinspringen? Also hier geht's weiter? Hier geht's auf jeden Fall weiter, aber wir brauchen wieder Bowlingkugeln. Ja. Zum Rüberspringen. Achso, die sind da noch nicht? Ich hab... Naja, irgendwo müssen die sein, aber ich hab keinen Plan wo. Digga, ich bin so ein abnormaler Gott-Profi, ey. Wie kommen da die Bowlingkugeln? Müssen wir vielleicht zurückfahren? Nee. Warte, ich bin erstmal wieder nach oben. Auf die Plattform. Ja. Auf der anderen Seite, da wo nicht die Wand ist, fängt ein Wall-Ride an. Ah, mit Speed, ne? Mit Speed, genau. Ja, den hab ich gerade gesehen. An den Wall-Ride müssen wir, glaube ich, dran. Ja, hab ich gerade selbst gesehen, ja. Digga. Oh fuck, das wird ey. Als Zuschauer, ihr wisst, wer hier der Leistungsstarke unter den Losers ist, ne? Also wenn du danach fragst, dann auf jeden Fall Pro Fucking Bosser. Das wird gar nicht so einfach, glaube ich, da ranzukommen, oder? Der Winkel ist gar nicht so nice. Ich mach's jetzt einfach mal so. Oh, das war ja richtig dämlich. Vielleicht musst du. Nee. Boah, keine Ahnung. Ist das wirklich der Weg? Das ist aber schon ganz schön weit weg, Alter. Das kannst du nicht sein, oder? Ja, aber also wenn der Wallride, ich hab dann Wallride und dann kommen drei Container oben. Ja. Und das ist schon da, wo die Punkte sind und wo auch ungefähr die Lücke sein müsste, die wir überspringen müssen. Also es könnte sein, dass wir halt da durch müssen, um die Kugel runterzuballern. Das wäre aber schon hart random, Digga. Es ist ziemlich random, aber... Also es ist halt richtig random, weil der Wallride so scheiße ist. Kann man sonst irgendwo anders raus? Nee, ne? Ich sehe nichts, ne? Aber... Der Wallride da unten, wo wir die Koralle oder was auch immer du machen müssen, geht's auch nicht. Also ich glaube eher, man fährt den anders herum, den Wallride später, und springt dann dort ab mit dem Speed irgendwo anders hin. Das finde ich ist logischer, also nee. Aber guck mal durch die drei Container durch. Kommt man da irgendwie anders hin?
Nee. Ich spring nochmal da runter auf diese komische Plattform mit der schwarzen Wand. Vielleicht ist da irgendwo. Ich mach das ja auch nochmal. Eine Möglichkeit, eine Bowlingkugel runterzuäugern. Ja, aber bezüglich der zwei Kommentare. Oh, ja. Wow, das zweite Kommentar war ja das mit der Challenge. Ach so, okay. Ja, aber also hätte ich auch. Das heißt Lust drauf, ne? Es ist so eine. Nein, also Mutschatsch, ihr seid gefragt, Bestrafungsideen, die uns nicht komplett das Leben verkürzen. Wie wär's mal damit? Nee, also keine Hassbestrafung. Ich hab auch schon keiner sehen. Ich hab damals auch gefragt, so, ja, hättet ihr Ideen für mögliche Bestrafung? Da kommen die mit sowas wie, ja, wie wär's denn mit Tabasco ins Auge sträufeln? Digga, das war das Erste, was mir gerade eingefallen ist. Ja, mach doch mal Tabasco ins Auge. Digga, mach das mal, ey. Digga, die muss ich geraucht, Alter. Ja, wir könnten ja vielleicht mal losgehen und sagen, wir kaufen irgendwie so Muffins oder irgendwie sowas und ballern dann für jedes Mal, dass wir irgendwie, ja, alter Digga sagen, hauen wir uns Muffins ins Gesicht oder so. Digga, weißt du, was ich da habe? Das war Lebensmittelverschwendung, aber. Das wäre wieder eine richtig schöne Digga-Challenge, weil wir das jetzt schon ungefähr 200 Mal gesagt haben. Kennst du dieses komische Kuchen ins Gesicht Werfspiel? Ja, ja. Also da ist so eine Hand, mit da passt, ja, ja. Da packt man da eigentlich so Sahne sein Gesicht drauf, da so rein. Genau. Ja. Das hab ich für uns schon mal gekauft, dass wir das irgendwann mal spielen. Aber ja, Speed gibt richtig wenig Speed. Wir können nicht an den Void auffahren. Das geht nicht, ne? Hatte ich mir schon fast gedacht. Warte, ich spring da nochmal rüber. Hier. Hey, aber also ich bin gerade echt. Auf jeden Fall hatte ich das mal geholt für irgendeine Bestrafung, Nerdquiz oder so ein Scheiß. Aber vielleicht können wir einfach mal auch in GTA dann unser Gesicht da reinbrezeln. Ja. Warum nicht, ne? Ich brauche zwei dann, also ich brauche auch einen. Ja, also ich habe schon einen hier, wenn dann hast du einfach Pech, ja? Machen wir das so? Okay, ja gut, dann bist du bestraft und ich nicht. Bin ich dabei, machen wir so. Okay, ja, du hast recht. Da müssen wir wirklich hin. Du hast recht. Weil, ja, scheiße. Digga, das ist ein knackiger Punkt, Alter. Weil selbst wenn ich hier rankomme, ich bin mir nicht sicher, ob ich das First Try bis zur Bullenkugel schaffe. Dann drück ich dir mal die Daumen, dass du das First Try schaffst. Ja, ich mir auch. Okay, ne, ich habe jetzt einmal mit 360-Drehungen versucht. Huh! Oh doch, so ist easy. Also bei mir ist es jetzt wirklich easy weasy. Komm, jetzt muss ich da nur noch dünne Stangen. Ja! Ja! Nice. Okay, jetzt schaue ich es mir bei dir nochmal an. Oh, ich bin zum ersten Mal dran. Nice. Oh! Oh, da ist er! Digga, gleich beide wieder, ne? Hä, hab ich den schon hingeballert? Da sind wir dabei. Meiner schon unten? Hast du schon eine Kugel? Nee. Doch. Hier, ich sehe deine auch. Boah, Digga, endlich einen zweiten, aber das war schon. Da muss man auch wirklich überlegen, weil das war nicht klar, ne? Weil es so schlecht funktioniert hat, ja. War man sich auch die Hälfte der Zeit nicht sicher, ob es wirklich so gedacht ist. Yes. Sehe ich genauso, ey. Oh man, ey, aber egal, wir sind weiter, ne? Das ist was zählt, ey. Aber ich hab echt den brutaleren Warrior, leider bin ich voll. Digga, auf gar keinen Fall. Flip nach unten. Ich glaube, das wechselt. Ach du Scheiße. Was kommt hier, Mann? Ach du Scheiße! Downflip geschafft! Ach, hey, was ist das? Ah, du musst umfahren. Was ist das? Bei mir, oben. Da oben. Ist zwar geraten. War richtig. Ja, okay, ich bin da geradeaus und weitergefahren und da war die Tube einfach zu Ende. Soll ich jetzt hier drin drehen? Ist da unten... Ah, dann haben wir das gleiche Ding, ne? Aber ja. Erzähl mal. Drei so M-Schießen. Ja, genau. Da bin ich gerade einfach beim ersten. Okay. Unten ist ein Aussortierer. Das heißt, ich versuche jetzt eine Koralle zu machen und dann rückwärts runterzufahren. Vielleicht wäre es schlauer, vorwärts einen Aussortierer zu fahren. Ja, so mache ich das jetzt. Okay, Koralle habe ich geschafft, weil ich ein mieser Profi bin. Wo ist der Loch? Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das Loch? Ich sehe da gar kein Loch. Loch. Okay, ich fahre runter. Ach, da war das Loch. Noch weiter runter und. Hä? Hey! No! Ja! Nein, ich. Okay, ich bin jetzt offen. Sind das zwei? Nee, das ist ein Aussortierer, aber der Aussortierer hat ausgefüllte Dinger.
Hab den gar nicht gerafft. Wo du halt nicht dazwischen fahren kannst. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Nee. Wenn du so normalen Warwatch hast, wo du dich aus der Tür durchfahren musst. Ja, ja, ja. Dann sind auch manchmal nicht alle Löcher offen. Ja, ja. Und so einer ist das auch. Das heißt, wenn du halt versuchst, wo reinzufahren, wo es zu ist, dann kommst du ja nicht zwischen die Stangen. Okay, und wie löse ich das Problem? Du musst versuchen, die Stangen zu fahren, nicht zu wird. Ah, da. Ja, aber es sind doch trotzdem zwei in einem, oder? Ich glaube, es sind zwei, ja. Oh no. Das war aber gerade ganz schön tief hier. Ich fahr wieder hoch. Okay, da ist die Ausfahrt. Dann muss ich hier wieder. Dann ist der lag aber gleich, ne? Der scheint bis jetzt gleich zu sein. Musst du auch einen Downflip machen vorher? Ja, ja, ja. Okay, jetzt muss es wieder ein Upflip werden, ne? Digga, ich weiß nicht, wo das Ding ist, ey. Nein! Digga, du kannst solche Warrides, die als Downflip gebaut sind, nur richtig schlecht als Upflip nutzen, ey. Yes. Oh ja, ich hab gerade kurz was gesehen. Ja, diese Wellen da drin, ey! Digga, das Ding steht komplett unter Wasser! Ja, bei mir ist es auch komplett unter Wasser. Ja, aber komplett, ey. Ja, hä, dann. Digga, bei dir ist so halb komplett, weißt du? Ja, also meistens, wenn man sagt komplett so, dann ist halt ganz, ne? Digga, du weißt gar nicht, was die deutsche Sprache ist, ey. Boah, okay, ich konnte mich drehen. Ich bin so ein mieser Profi mit Korallen und so, ey. Ja, wo brauchst du denn hier eine Koralle? Ah, oh. Ja, ich mache eine Koralle und vorwärts rein. Achso, ich mach das vorwärts. Nein! Hab's zum zweiten Mal geschafft. Nein, ich habe auch den Jump nach oben verkackt, ey. Alter! Der ist scheiße, ne? Ey, ich bin davor ganz kurz ins Wasser gefahren und hatte echt wenig Speed. Ich versuche jetzt weniger nach oben zu springen und mehr zu flippen. Ach was, echt? Ist ja wieder gesprungen. Oh, das hat funktioniert. Ich hab einen flachen Flip gemacht nach oben springen. Da bin ich zwar auch fast unten rausgerutscht, aber dadurch, dass ich besser... Ja? Digga, ich sehe nichts, ey. Hast du was gesehen bei dem Aussortierer? Das ist bei mir einfach so ein Schaum. Nee, ich bin einfach runtergefahren und rückwärts gefahren da, ne? Ich bin rückwärts runtergefahren und hab einfach geguckt. Wie geguckt? Da kann man nichts gucken, das ist aber nur... Ich bin einfach runtergefahren. Hab dann auf gut Glück versucht, da runterzufahren und halt nicht das Zun-Ding zu treffen. Beziehungsweise am Zun-Ding so flach zu fahren, dass ich da einfach drüber fahre und dann runterrutsche dahinter. Da muss ich wirklich einfach nur den Jolo-Karissian machen, ja. Ja? Der Jolo-Karissian ist es, dankeschön. Also ich bin jetzt hier irgendwo gelandet. Ja? Erzähl mir bitte mehr. Ich sehe keine Bowlingkugel, die ich runterballern kann. Ich habe keine Ahnung. Und dann bist du auch gleich hier. Ja, da ist deine grüne Tube. Komm schon. Flacher Flip, Junge. Nein! Okay. Ja, Flachflip. Ich bin schon wieder rausgejumpt. Ich dachte, das ist besser und cooler, aber scheinbar nein. Okay, denn man fährt dann da in diese Tube rein, ne? Genau, in die Tube, ja. Aber ja, was man da dann macht, keine Ahnung. Die Tube ist offen. Hoppala. Du musst weit genug hochfahren, würde ich dir raten. Weil du wirst auf jeden Fall aus der Tube rausfahren. Du musst mindestens zweieinhalb Ebenen nach oben. Aber bei dir muss es ja eigentlich jetzt weitergehen, oder nicht? Ja, aber also ich sehe hier nichts. Ich habe keine Bowlingkugel, die ich anstoßen kann. Ich sehe, da ist der Punkt. Oh nein. Hast du verkackt? Soll man aus... Warte mal, wie bin ich in die Tube reingefahren? Wenn man aus der Tube über diesen komischen Tannenbaum überspringt? Ey, man muss wirklich diesen YOLO-Heinrich machen, dann ist das echt easy. Okay, bitte sag's mir. Kann es sein, dass ich aus der... Versuch mal in der Tube so weit nach oben zu fahren, wie es geht. Achso, aber... das kann doch vom Winkel her gar nicht stimmen, dann oder? Muss ich erstmal zurückfahren, ne? Erstmal zurückfahren wieder. So. Und diesmal flippen, ne? Also das ist echt ein ganz merkwürdiges Ding hier. Ja, der Flip ist echt hässlich. Oh! Ja. Okay, jetzt fahre ich hier nach oben. Ja, ja, und drehe hier erstmal meine... Du kannst... ich dachte mal... Nein, oh Mann! Ja, dann... Ja, da kann man rausspringen. Auf die Plattform, ja. Alles von vorne. Aber ey, dieser Flip, der ist böse. Also alles ist hier einfach, aber... das kann ich jetzt wieder verkacken. Das würde ich so unterschreiben. Oh ja, ich hab's! Okay, ich muss jetzt einfach hier irgendwo rausspringen, ne? Irgendwo. Na ganz oben. Ja, hab's. First try übrigens.
Da unten, da steht so ein Baum. Da ist so eine Öffnung, wo wir uns angucken können. Okay, warte. Ich glaube, es hat er extra gebaut, dass wenn wir quasi denken, wir haben es geschafft, uns dann da treffen können und dann uns in die Augen sehen können, während wir bemerken, dass wir es nicht geschafft haben. Nee, ich kann dir leider nicht in die Augen gucken. Ich habe hier nichts gesehen. So, okay. Einfach rein da. Digga, bei dir sieht man aber viel mehr, Alter. Laber mich nicht voll, als wäre das Süßwasser, ey. Digga, ob das nicht irgendwie random wäre, wie das Meer gerade aussieht. Dieser ja, er fährt aber 2 km/h, Alter. Digga, das ist ja viel einfacher bei dir. Ja, da bin ich zu, ey. Digga, das ist wirklich einfacher. Oh! Und jetzt nach oben. Oh! Und die springen. Na, nicht so. Ja. Hä, hey, was machst du da? Hä? Spring doch! Oh, ey! Ich dachte, ich muss hier auf den Rand, Alter. Ey. Ja, ich konnte doch nicht sehen, dass da hinter eure Plattform ist, Junge. Wie soll ich das denn wissen, Mann? Digga, die hab ich first try gesehen, ey. Ich nehme jetzt einfach. Fick dich, ey. Ich nehme jetzt deine Kugel und. Kannst mir die Eier lutschen, ey. 4 von. Oh, ich weiß jetzt noch, wo er kommt oder ob es das Ziel ist. Digga, wenn es das Ende wäre, Alter. Ich würde einfach aufhören, Alter. Ich würde einfach sagen, scheiß auf dich, ey. Aber ist doch nicht so schwer, oder? Nein, nee, das alles nicht. Solange ich den Flip nach oben schaffe, ist alles gut. Ist halt die Frage, ob ich den Flip nach oben schaffe. Der ist nämlich immer unschmuck. Und jetzt bitte ein bisschen schneller, ja? Maximum Speed! Geht doch, Digga. Abprallen, runterfallen. Okay. Ja, her damit. Hier her bekommst damit, du damit, die grüne Bohne. Bitteschön. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Für das für die Blumen. Vielen Dank. Aber ich muss sagen, aber der Koop-Board gefällt mir. Ey, der ist richtig geil. Aber ich muss sagen, dein Board gefällt mir besser, weil die Farben heller sind. Ah, Wortwechsel. Ja, Farben heller. Meinst du so dunkelgrün, so alles so ein bisschen dunkler? Marvin, so. Und ich hab Halbzeit, deine Vagina. Hä, was muss er denn hier machen? Einfach rüberspringen, oder? Wortwechsel. Oh! Wir hätten uns gerade fast getroffen. Aber nur fast. Ja, vielleicht können wir uns ja nochmal treffen. Los! Lass losfahren. 3. Ja, fahr schon. 2. 1 und... Oh, ist schon wieder zu schnell! Schade, ganz knapp. Nochmal, okay, 3. Ist das, Ups. hä? Ist das richtig? Also wir müssen doch bestimmt hier irgendwo unten, würde ich jetzt fahren. Warte mal, unten. So. Du musst irgendwie in die Tube nach oben. Ja, oh, LOL! Wie geil ist das denn? Okay, das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ist das bei dir auch so ein geführter Kram? Wenn da unten richtig Fullspeed reingeballert, dann wirst du da durchgeführt und dann musst du ganz schnell nach oben ziehen wieder. Hast du das unten auch? Hier unten. Das ist was anderes. Nee, dann. Achso, jetzt muss ich. Ah, okay, ich muss oben ins Loch, dann richtig krass steil runterziehen und dann wieder mit dem Pfeil nach oben. Alter, geil, Mann. Das war. Digga, bei mir ist aber nichts geführt, Alter. Hä, was dieser ist das denn? Laberkopf, dass mein Scheiß leichter ist, ey. Hä, was muss ich denn hier machen? Ja! Alter Schwede, dein Ernst? Doch, du verkackst richtig schwitzig. Ja, hab ich. Sehr gut. Dann hast du aber echt wieder den leichten Board, oder? Okay, irgendwo. Oh fuck. Oh fuck! Die steile Wand nach oben? Ja. Ja, ja. Hätte ich dadurch den. Ja, ich muss da oben durch den Container. Okay, ich hab's gewusst, als ich es gesehen habe. Nein, aber... ich bin durch, aber bin nicht durch. Ja, finde ich gut. Perfekt, oder? Aber ist cool, ne? Also ich muss sagen, die Map, die ist cool, ja. Die ist echt cool gebaut, ey. Gefällt könnte mir. Mit einer, also ich finde neben den Murmelbahnen. Ja. Und dieses eine epische Ding, was wir hatten mit dem Segelschiff. Achso, ja, da erinnerst du dich auch immer gerne dran, ne? Ja, ja. Als ich Deko ausgeführt habe mit dem Segelschiff. Ah, Digga, einfach ein Traum war geworden. Die waren auch cool. Aber das gehört auf jeden Fall mit zu den Top 5 Koop Maps hier. Also, Muchachos! Die Losers sagen, Top 5 Koop Map, selber zocken. Nee, ist echt geil. Brauchen wir aber schon ein bisschen Skill für. Ja, ja, ihr müsst euch. Oh, fick mich! Ich hab's durchgeschafft, aber leicht angestoßen und weggeflogen. Dann komme ich aber. Ich fahr dann zu deinem Ball weiter, also. Ja, genau, ich fahr bei deinem Ball weiter. Das überrascht mich gerade ein bisschen. Also, ich habe keine Ahnung, wie es da weitergeht, ne? Aber es wird. Aber der Punkt ist ja irgendwie. Also, das Ziel ist ja relativ weit weg. Von unserem Spawn, meine ich jetzt. Ja. Also, wir müssen nicht zurück zum Spawn fahren. Ich fahr übrigens. Oh,
Ja, ey! Oh, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht treffen bei dem Ich bin da easy durchgekommen, bin weitergefahren, aber dann zu spät, ja? Leider zu spät nach unten gefahren, sodass ich oben noch weiter gegrindet bin. Nein! Geh mir aus dem Weg! Oh, nein! Ey, Junge, ich stoße immer ganz leicht an, wenn ich die Container fahre und dann habe ich komplett keinen Grip mehr an der Wand. Aber dein Weg ist auf jeden Fall länger. Ich bin nämlich jetzt extra langsamer gefahren, du warst immer noch nicht da. Okay. Aber wenn du langsamer fährst und ich dann später da bin, dann... Ich war eher da. Ja, aber du bist ja auch langsamer. Achso. Ja. Hä? Verstehe die Frage nicht. So, ich fahre unten, Deko, ja? Unten. Ja, danke. Und jetzt irgendwie rausspringen, ne? Und keine Ahnung, ich mach's einfach mal. Oh, zum ersten Mal durch. Zum ersten Mal durch. Oh, kein Plan, wohin muss ich? Ich habe keine Ahnung. Bist du auch hier drin? Also, ich fahr jetzt in die weiße Tube rein. Oh, fuck. Hallo. Nein, ey! Digga, er kann die Fips nicht bauen. Ach so, warte mal, hier bei Weiß. Es kommt erst der. Scheiß Flips nicht bauen. Flips sind richtig beschissen. Danach, okay. Und hier. Dass ich jetzt hier den ganzen Scheiß zum ersten Mal geschafft und dann wegen dem verfickten Drecksflip verkackt. Ja! Ja! Ja? Nein! Hä? Was? Nein. What's happening over there? Ah nein! Oh, ich muss da nach oben fahren! Oh. Okay, ich hab alles... Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich hab alles geschafft, aber wusste nicht, dass ich da nach oben fahren muss. Alter Schwede. Okay, aber ey, das ist ein geiles Ding. Oh! Na ey! Ey, Digga, warum baut er denn die Flips so beschissen, Alter? Die Flips finde ich auch schwierig, ey, muss ich sagen. Zweimal jetzt zur weißen Tube gekommen und beide Male bei dem Flip in die Tube verkackt, Alter. Ja. Meine Fresse, ey. Und ich habe gerade schon echt viel versucht, das irgendwie jetzt wieder zu retten, aber habe leider komplett verkackt. So, ich fahre wieder unten erstmal. Ja, ich springe, pass auf. Okay. Huh, nein! Oh. Auch wieder verkackt. Flip, ne? Lalalalalala. Aber ja, das war mein Fehler gerade. Scheiße, Alter, jetzt kommt wieder der Drecksflip hier. Oh. Ja, na, oh. Okay, warte, ich bin jetzt hier drin. Was mache ich jetzt? Jetzt musst du es irgendwie beim dritten Ding. Es gibt so ein paar Hindernisse immer, ne? So Wände. Ja. Beim dritten Ding ist so ein, glaube ich, ein Pfeil, der nach oben zeigt. Dann springst du vom Schwarzen in. Ne, vom Weißen in den Schwarzen. Und oh, da. Fuck. Nein, 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 nein. Nein, ich fall. Ey! Ich bin jetzt da, wo ich eigentlich übers Loch über muss, aber jetzt kann ich keine Polykugel. Warte, nein! Nein, ich bin zu früh rausgesprungen! Ich spring jetzt wieder in die weiße Tube rein. Yes. Es hat funktioniert. Deswegen so langsam funktioniert bei mir auch alles. Hier, schwarz, jetzt nach oben. Krass nach oben. Und jetzt fahr erstmal oben, dann spring raus. Oh! Ja, ich bin. Ja. Ja. Grüne Kugel ist unten. Oh, nice. Marvin, Alter. Warum lässt du mich hängen? Wo ist der Speed, Brudi? Den Speed in der weißen Tür habe ich nie bekommen. Weil ich immer viel zu flach reingeflippt bin. Boah! Ja. Boah! Und jetzt. Ja. Jetzt hier. Und jetzt. Das war eigentlich nicht so schwierig. Hast du es gesehen? Alter Schwede! Oh, ich hab verkackt. Das. Erst wenig! Doch! Ich bin vorbeigeflogen! Fall gerade! Dieser Chaco, Alter! Als ob, Alter! Nein! Nein, Deko! No! Ich fall hier runter! Aua! Aua! Helfen? Bist du ein Hubschrauber? Ich bin Hubschrauber, ja. Oh, nimm mich mal bitte mit. Digga, auf gar keinen Fall. Ey, du fährst da schön alleine wieder hin, ey. Ein paar Sekunden später. Junger Herr, nimm mich. Oh. Ey, ich bin so ein guter Mensch. Oh, ey. Ja. Ich bin einfach, Digga, ich bin, ey. Muchachos,
krault mir die Nüsse einfach in den Kommentaren, Alter. Dass ich, ey, ich hätte Marvin doch einfach da versauern lassen können in seinem kleinen Loch, ey. Digga, dank mir hast du es überhaupt dahin geschafft, ja? Digga, mach dich nicht lächerlich, ey. Das ist ein scheiß Ziel eigentlich. Gute Frage, ey. Na, der. Ach, da hinten! Genau, weißt du, dass Marvin hier vor mir reinholgern will. Ey, ich hätte es aber verdient gehabt. Ey, auf gar keinen Fall, Alter. Bei einem Punkt warst du eher. Auf gar keinen Fall, ey. Bei einer einzigen, ja? Ja, und bei drei Punkten hab ich dir geholfen, ey. Dieser Chobo, ey. Ja, aber war echt eine coole Map, muss ich sagen. Geiles Ding, ey. Richtig cool. Hat Spaß gemacht. Empfehlung, Muchachos, geht raus. Zockt zu euren Kollegen, ist gut. Genau, beschreiben aber auch, abchecken, ne? Nicht vergessen, Support, ihm ist kein Mord und Instant Gaming, dort eure Games kaufen, unterstützt uns gerne mit dem Link in der Beschreibung. Merchandise und natürlich auch Triebwerk, ne?